So, jetzt sollte das mit dem Sound auch ein bisschen besser laufen. Uff, uff, uff. Das war auf jeden Fall ein hartes Stück. Was ist das denn? Ich gehöre definitiv noch nicht in den Bereich. Mir fehlt die Schattenmaske. Hier rennt eine Kreatur rum. Ja, ich weiß, dass du OBS nutzt. Ich nutze es aber nicht. Ich benutze ja XSplit, habe ich dir auch gerade erklärt. So, weiter geht's. Interessant. Bringt mich dieser Münze aber noch keinen Schritt weiter. Okay, wie gesagt, das jetzt scheint eigentlich ein Level 20 Level zu sein und ich bin erstmal jetzt durch ihn zufälligerweise Level höher gekommen, aber trotzdem nicht wirklich weiter. So, was haben wir hier? Oh, Leichen explodieren, genau. Mehr Reaper-Energie oder mehr Gesundheit? Ich könnte auch Eisschaden... Ne, für Eisschaden ist meine Levelstufe noch zu niedrig. Ich freue mich dann schon auf das hier. Gibt natürlich auch einen Haufen Nahkampfangriffe, aber... Oh, obwohl die Ernte echt nicht übel ist. Tods wahre Inkarnation erscheint und entfesselt einen Wirbelangriff. Sensefeind im Umfeld vernichtet. Probieren wir mal aus. Zur Not kann man ja Vulgrim. So, Schnitter. Bei Ernte ist die Chance, bei Feinden kritische Treffer zu landen, erhöht. Kritische Trefferchance erhöht bei 15%. Okay, und... Trauma. Immer wenn der Feind durch Ernte getroffen wird, erhöht sich eine kurze Weile der Schaden, der durch alle Angriffe von Tod verursacht wird. Erhöht den Schaden um 10% pro getroffenen Feind. Sweet! Oh, der sieht gut aus. Vor allem, weil das schnell ist.
So, raus hier. War das eigentlich die letzte Etage oder gibt es hier noch eine Tür? Ah, okay, da oben ist der Ausgang. Gut. Kommt mal alle mit. Wow. Echt nicht übel, der Angriff. Mensch, drop doch mal noch eine Waffe. Ich will das Ding weiter upgraden, damit das Level hochkommt. Ja. Nee. Ach, sehr schön. Grüne Waffe dürfte reichen. Sag ich doch. So, Verteidigung drauf. Jetzt verliere ich zwar immer noch Defense und Magie, aber drauf gepfiffen. Ja, ich habe vor, die besessene Waffe zu opfern. So. Und schon sind wir ein Stückchen stärker. Gab halt Anfragen. Ich wurde gefragt, warum ich keine Facecam nutze und deswegen benutze ich jetzt eine. Gut, ich brauche allerdings mal eine bessere Webcam, die da hat eine echt scheiß Quali und die Beleuchtung hier drin ist zur Abendzeit sowieso beknackt. Aber ich habe keinen Bock, mir so einen dicken Strahl ans Gesicht zu halten, deswegen müsst ihr im Laufe des Abends etwas Einsparungen nehmen. Übrigens, erinnerst du dich noch, als wir damals angefangen haben, unsere Werte zu vergleichen?
Meiner hängt bis hier runter. Ist geflochten und hängt in einem Knoten nach unten. Plumps, voll verkackt. Hast du was gegen meine Facecam, Max? Don't be jealous. Verkackt. Schon wieder Mist gebaut. Hab deine Hackfresse lange nicht mehr gesehen. Wir zocken auch wieder viel zu selten miteinander. Guck dir unbedingt mal das Revelation an. Ich habe da jetzt schon bei vielen Werbung gemacht. Du siehst da unten bei mir im Channel einen Link zu. Du hast direkt einen Button, wo du draufklicken kannst zur Anmeldung für die Beta. Am 25.10. geht's da los. Und noch immer habe ich keine Ahnung, wie ich... Ah, halt. Ganz knapp, aber nur. Ich komme hier durch diese ganzen Schalter nicht durch. Der hier aktiviert nur die einen davon und es sind drei und ich krieg die Schalter nicht unten. Ah, das heißt, du gehst eher in Richtung Shooter und ich halt weiter in die Richtung MMOs. Tatsächlich äußerst tragisch. Aber ich habe gerade absolut keine Ahnung, wie ich weiterkommen soll. Also außer zu klettern wie der Prince of Persia. Ja, ein aktiver Mod ist nicht schlecht, weil wenn mal wieder so ein Idiot reinkommt, der nur irgendwelche Nazi-Parolen von sich gibt wie damals, ist das doof. Du hast nie zufällig Darksiders 2 gezockt und eine Ahnung, wie ich gerade in diesem verdammten Schloss weiterkomme. Ich bin gerade total am Verzweifeln. Ich. Ja, an welchen Wänden? Hier sind. An der hier? Das Problem ist, sobald ich den Schalter verlasse. Siehst du? Sobald ich den Schalter verlasse, gehen hier alle Zappen wieder zu. Ich kann natürlich an der Wand langsliden, aber das Problem ist, dass ich es nicht schaffe, dass die Schalter aktiv bleiben. Abgesehen davon brauche ich da drüben einen Schlüssel.
komme nur durch dieses eine Ding kurz durch, aber dann bin ich da, wo ich eben schon war. Es ist zum wahnsinnig werden. Hier muss ich zum Beispiel, um an die Truhe zu kommen, auch beide Schalter aktivieren. Da kriegst du doch einen zu viel. Was war das denn jetzt? Runter da! Und wie man sieht, bin ich wieder da, wo ich angekommen bin. Das geht nur im Kreis, der Scheiß hier. Okay, jetzt bin ich... Ach, ich hab's doch hier durchgeschafft. Na gut, mal gucken, wie es weitergeht. Klingt verdächtig nach Kampf. Aber immerhin, Max, ich hab's geschafft. Und nun? Ah ja. Nice, GZ. Ich bin jetzt aber auch um 15 oder so weiter. Ich bin jetzt bei 49, wenn ich richtig sehe. Was? Echt? 1200? Ich war doch vor ein paar Tagen erst bei 1000. Nice. Ja gut, aber ich mache mir da momentan irgendwie gerade weniger einen Kopf drum. Shit, das war zu hoch.
Ah, das lässt sich aber anders machen. Shit. Okay, dann müssen wir das etwas anders machen. Wir brauchen mehr Bomben. Na komm, spawne nach. Könnte reichen. Ehrlich gesagt, nein. Obwohl ich in meinen Twitch Alert sogar Donation Alert mit drin habe. Also wie gesagt, momentan nutze ich sie nicht, weil um die Zeit sowieso kein Mensch wirklich zuguckt, geschweige denn donatet. Aber nein, ich habe noch keine Donations bekommen. Ha! Und damit dürfte ich den Schlüssel haben. Na, was habe ich gesagt? Jetzt fragt sich, wie ich da wieder rüberkomme. War klar, dass das nicht reicht. Ach, da oben. Das. Ah, der Balken. Ich trottel. Und raus hier. Ist das? Sag mal, aber mein Stream läuft bei dir noch, weil bei mir ist in meiner Videovorschau alles schwarz.
Nee, es ging mir nicht um meine Facecam, es ging mir um den Gesamtstream. Jetzt ist aber alles wieder okay, ich musste nur die Seite bei mir mal aktualisieren. Aber um deine Frage mal zurückzuwerfen, hast du denn schon Donations bekommen? Der Alex zum Beispiel hat schon eine ganze mächtige 55 Cent donated gekriegt. Das Game ist freezed. Achso, ja, es war nur für einen kurzen Moment. Ha, da war die Münze. Bin ich jetzt in dieser komischen Höhle von dem komischen Fürsten? Nee. Aber da war eine Münze. Mensch, Mensch, Mensch. Die Level-Designer sind echte sadistische Arschlöcher. Kommt näher, Kinder. Sonst noch wer ohne gültigen Fahrschein? Achso, wenn du noch keine eingestellt hast, dann kannst du ja doch keine kassieren. Warst du das nicht der, der sich gegen PayPal-Konten so gewehrt hatte? Der Schlund. Klingt irgendwie so ein bisschen dreckig. I don't care. Brauchst doch kein zweites Konto für Twitch, du brauchst nur einen PayPal-Account, der dann halt mit deinem Konto verbunden ist. Aber, naja. Okay, jetzt bin ich stinkig. Na klar, Google alle deine Daten und nicht nur Google, auch Facebook.